gefahren. Max, anfangs mit Tom, später mit Nadine, auf ihrer gemeinsamen Reise über den Atlantik. Ein Turn voller Abenteuer und unvergesslicher Momente. Raue Seen, wilde Küsten, unbewohnte Archipele, aber auch eine dramatische Rettungsaktion auf See und permanente Technikprobleme unterwegs. Ausgehend von der Ostkaribik geht es zunächst nordwärts in Richtung Bermuda. Von dort in einem wilden Ritt über den Nordatlantik auf der permanenten Suche nach guten Westwinden auf die Azoren und weiter über Madeira und die Selvageninseln bis zum Ziel auf Gran Canaria. Teil 2 der Reise startet für die Crew auf dem Eiland des britischen Überseegebiets Bermuda. Von dort geht es in einem weiten Bogen nach Nordosten. Unterwegs sind herausfordernde Prüfungen zu bestehen, bevor das Ziel über dem mittelatlantischen Rücken schließlich erreicht wird. Die verwunschenen Inseln der Azoren. Nach schönen Tagen in der pittoresken Bucht von St. George's Harbour ist die Crew um Stefan, Max und Tom gut erholt und bereit für den größten Schlag ihrer Atlantiküberquerung. Unsicherheit bestand zunächst hinsichtlich des geeigneten Abfahrtszeitpunkts, da sich das Nordatlantikwetter des Frühlings 2023 eher wenig konstant gab. Die Wahl fällt schließlich auf den 15. Mai. Auf geht's! Warte, wir kommen! Durch das Riff fahrend erreichen wir offenes Atlantikwasser. Anfangs segeln wir noch in Gesellschaft eines Bootes aus Deutschland. Der Wind ist zunächst hervorragend. Ja, kaum haben wir jetzt Bermuda verlassen, haben wir jetzt hier schon ständig 20 Knoten Wind. Jetzt habe ich gerade erstmal sowohl Genua als auch Groß reingedreht. Jetzt fahren wir hier wieder ein bisschen komfortabler. Gut, dass wir Wind haben. Das ist allerdings hier direkt mit Reffen losgeht nach einer halben Stunde. Das haben wir so nicht erwartet. Wir hatten eigentlich mit wenig Wind gerechnet, aber gut, wir machen gutes Tempo und kommen jetzt schon sehr gut voran. Mal schauen, ob es so bleibt. Doch bereits andern Tags lässt der Wind wieder nach. Dafür kollidieren wir fast mit einem treibenden Objekt, das wir uns nicht genau erklären können. Wahrscheinlich handelt es sich um eine mobile Messstation. Wir hoffen, dass wir solcherlei schwer zu erkennende Objekte nicht auch nachts antreffen. Zum Glück geschieht dies nicht. Dass die karibischen Zeiten schon länger hinter uns liegen, lässt uns zunehmend das Wetter spüren. Nicht, dass es hier besonders kalt wäre oder so, oder dass es besonders schweres Wetter wäre, aber es ist so ein bisschen ungemütlich heute schon. Es regnet gelegentlich mal und einfach so nass zu werden mit tropischem Regen, das ist leider nicht mehr möglich. Deswegen laufe ich jetzt hier tatsächlich zum ersten Mal auf dem Turn mit meiner etwas dickeren Jacke rum. Ja, ich hoffe, dass ich die nicht so oft brauchen werde. Ja, hier unten sehen wir die Bermudas, hier oben die Azoren, da wollen wir hin. Und wir haben jetzt die Situation, dass sich hier so ein Schwachwindkeil bildet. Wir wollen diesem Schwachwindkeil im Idealfall immer so ein Stück weit zuvorkommen, dass wir den im Prinzip westlich von uns lassen. Verursacht wird das durch ein Hoch, das im Nordatlantik steht, und das Azorenhoch. Und das ist ja insofern ungewöhnlich, als dass laut Lehrbuch ja im Prinzip immer ein Tief im Nordatlantik steht, wo man dann das Azorenhoch hat und man sich dann sozusagen mit dem Wind von dem Tief oder dem Hoch, je nachdem wie man es gerne hätte, in nordöstliche Richtung schieben lässt, also die Südseite vom Tief, die Nordseite vom Hoch. Und das ist jetzt hier anders. Jedenfalls müssen wir natürlich strikt vermeiden, dass wir in das nordseitige Hoch kommen, denn dann hätten wir auf dessen Südseite direkt den Wind auf der Nase. Insofern sind wir hier zwingend
an das Azoren hoch gekoppelt und hoffen dann, dass wir hier mit halbem Wind entsprechend Richtung Azoren kommen. So war es und wir freuten uns am Segeln. Was gefällt dir am besten an der Reise? Die sternenklaren Nachthimmel und die Biolumineszenz im Wasser. Doch es gibt auch ein erstes, kleineres Problem. Wir hatten gestern Abend noch Spaß hier. Wir haben nämlich festgestellt, dass wir Diesel in der Bilge haben. Wir haben das dann alles sauber gemacht. Macht dann immer besonders viel Spaß, wenn es schon dunkel ist und man eigentlich sich auf den gemütlichen Teil des Abends eingestellt hat. Das Problem wurde dann identifiziert als 3 Kanister, die etwas geleckt haben. Die standen in der Bugskiste, haben wir rausgeholt. Die stehen jetzt hier aufrecht, wir haben sie nochmal extra abgedichtet mit so Hygienebeuteln. Das Problem war damit aber nicht gelöst. Deswegen haben wir jetzt den nächsten Schuldigen identifiziert. Das ist so ein Ventil zwischen dem Ersatztank und dem Haupttank. Das ist jetzt fest verschlossen. Wir haben es jetzt unter Beobachtung gestellt. Wir kippen jetzt gleich nochmal eine Pütz Wasser in die Bugskiste rein, spülen die ganze Bilge nochmal durch und hoffen, dass dann das Problem gelöst ist. Tatsächlich ist dies auch der Fall und die Sonne teilt alsbald unsere Sichtweise. Das Bordleben geht seinen gewohnten Gang. Sind das die guten Chili-Nudeln? Die sind schon lecker, oder? Ja, es hat jetzt hier ganz gut aufgebriest und wir machen hier richtig gut Fahrt. Aktuell ziemlich genau 90 Grad Ost und so macht es richtig Spaß. Doch es nähert sich ein Problem, ein über 330 Meter langes Problem, das uns auf kreuzendem Kurs ungewöhnlich nahe kommt. Ich will Kontakt herstellen, um herauszufinden, ob sie uns gesehen haben. Northern. This is sailing yacht Paris Terra. Sierra Foxtrot Echo 4858. Good morning, over. Doch es antwortet niemand. Keine Antwort. Norbert. This is sailing yacht Paris Terra. Sierra Foxtrot Echo 4858. Good morning, over. Sie antwortet jetzt nicht. Unglaublich. Pennen bestimmt auf der Brücke. Währenddessen kommen sie uns immer näher. Ich versuche, das Problem draußen zu lösen. Ja, irgendwie reagieren die nicht, deswegen werde ich jetzt nochmal hier in die Segel. Danach versuche ich es erneut über Funk. Northern. This is sailing vessel Paris Terra. Come in, please. Over. Keine Antwort. Und sie kommen immer näher. Unglaublich. Funk mal die an und es passiert nichts. Doch dann endlich. Sir, I can see you. I'm overtaking you safely on your starboard side. Okay, thanks a lot. Then have a safe trip. Over. Thank you, sir. Safe trip. So, jetzt sind sie scheinbar doch wach geworden. Haben gerade zurückgefunkt. Und haben zwar jetzt nicht ganz die Frage beantwortet, weil sie werden uns ja im Kurs kreuzen und uns nicht nur einfach auf der Steuerbordseite überholen, aber sie haben uns auf dem Schirm. Wir halten jetzt unseren Kurs und dann sollte das eigentlich auch soweit passen. Okay, Problem gelöst.
Und auf einmal fing es an zu regnen. Es regnete tagsüber und auch nachts. Der Regen kam von oben, von der Seite und ja, manchmal sogar von unten. Also wenn es hier regnet, dann scheinbar richtig. Schließlich holte uns der Schwachwind Kyle doch noch ein. In der Flaute konnten wir uns mal wieder ums Schiff kümmern. Ja, die Aktion gerade hatte folgenden Hintergrund. Unterlegstrecker, der ging immer ein kleines bisschen rein und raus, weil der relativ viel Dreck hat und das führte zu einem fürchterlichen Quietschen und wir waren uns am Schluss nicht mehr sicher, ob das nicht irgendwann langfristig zu einer Beschädigung von der Rolle führt und haben dann daher beschlossen, mit Silikonspray die Rolle zu schmieren, was normalerweise auch gut funktioniert, wenn man denn ein richtiges funktionierendes Spray hat. Wir mussten jetzt hier ein bisschen improvisieren, weil die Kappe von dem Spray fehlte, haben das aber ganz gut hingekriegt und wie man hört nichts mehr. Also es hat funktioniert. Toi, toi, toi. Bei schwachem Wind und zunehmend schönerem Wetter segeln wir gemächlich dahin. Doch auch bei Schwachwind wollen wir vorankommen. So baumen wir die Genua aus. Ziehen wir ein bisschen weiter. Jeder Knotenpfad zählt schließlich. Tatsächlich sehen wir gelegentlich andere Lebewesen. Menschen auf Schiffen und... Das südliche Hoch verdrängte mehr und mehr das nördliche. Und so segelten wir bei ohnehin schwachen Winden nahezu auf direktem Weg in Richtung des windstillen Zentrums. Wir mussten dringend etwas unternehmen. Unser ursprünglicher Plan war ja, von Südwesten her mit einem moderaten Anwindkurs auf die Azoren vorzustoßen in direkter Linie. Das ist jetzt so nicht mehr möglich, denn der Wind ist genau auf unserer Nase und bei einem Wendewinkel von 120 Grad hätten wir also mit einer Verdoppelung der Wegstrecke zu rechnen. Deswegen haben wir unsere Strategie geändert. Wir haben uns stattdessen entschieden, unser Glück im Norden zu suchen, denn von der amerikanischen Küste her kommend baut sich ein Tiefdrucksystem auf, das nach Nordosten zieht. Und mit diesem Tief wollen wir dann nach Osten auf die Azoren segeln. Jetzt, wo wir also die laut Pilot Charts für Mai typische Verteilung von Hochs und Tiefs im Nordatlantik haben, können wir also eine Strategie anwenden, die Seefahrer schon viele Jahrhunderte vor uns auch erfolgreich angewendet haben. Und tatsächlich, schlechtes Wetter kündigt das Tief an. Endlich wieder mehr Wind. Wir haben jetzt mittlerweile den lang ersehnten Tiefausläufer hier abbekommen, also gerade die ersten Sturmböen noch nicht, aber die ersten kräftigen Windböen. Wir sind gut vorbereitet, wir haben mittlerweile das dritte Reff drin in der Genua und im Groß und können auch noch weiter reffen. Der Wind soll nach und zunehmen etwas. Und ja, momentan laufen wir immer noch mit dem dritten Reff gute 7 Knoten. Also wir machen sensationell gute Fahrt und fühlen uns momentan noch richtig wohl. We'll be right back.
Wir haben heute zweimal Haifische gesehen, vermutlich. Beide Male schlecht zu sehen wegen der Dünung. Aber die spitzen Rücken- und Schwanzflossen waren unverkenntlich. Die Stimmung ist zu jeder Zeit hervorragend. Das liegt unter anderem auch am Bordservice, der keine Wünsche offen lässt. So, der Kaffee ist fertig. Ganz wie du ihn magst, heiß und schwarz. Was wird denn das Erste sein, was du in Horta machst? Duschen. Eine schöne Dusche, hoffentlich warm. Wir haben jetzt noch ungefähr 560 Seemeilen bis auf die Azoren und unser Tief bringt uns jetzt wirklich hervorragend voran. Wir haben jetzt alle 6 bis 7 Stunden 1 Grad nach Osten geschafft, auf einer Breite von ungefähr 39 Grad Nord. Und das ist natürlich schon richtig gut, das heißt unser Speed, der stimmt jetzt endlich. Und wir haben verhältnismäßig wenig Welle. Der Wind ist relativ konstant, so ungefähr knapp unterhalb von 25 Knoten. Das macht jetzt richtig Spaß, gerade auch hier bei Dunkelheit. Da kann man sagen, es ist so stabil und so schnell, dass man schon von Champagner-Segeln reden kann. Nun ja, Champagner schmeckt bei jedem Wetter. Bereits seit der Abfahrt von St. Marten mussten wir aufgrund schmutzigen Diesels aus der Vergangenheit ständig die Filter wechseln. Als wir jetzt die Maschine zum Batterieladen laufen lassen, geht sie von selbst aus. So, ja, es ist 3.50 Uhr am Morgen. Die Maschine läuft seit gestern Abend wieder nicht, geht ständig aus. Diese normalen Vorfilter zu reinigen bringt nichts mehr. Wir haben deswegen jetzt den nächsten Filter hier in Angriff genommen. Und wie man sieht, der ist kohlrabenschwarz. Der musste dringend ausgetauscht werden. Es ist nicht ganz einfach hier unten das zu finden, aber wir haben es jetzt ihn rausgekriegt, jetzt kommt der neue rein und dann sollte hoffentlich die Maschine wieder normal laufen. Läuft. Gar nichts lief. Nach kurzer Zeit ging die Maschine wieder aus. Pumpe. Wir mussten weiter forschen. Ja, nachdem wir gestern die ganzen Filter getauscht haben, haben wir uns heute mal die Leitungen vorgenommen. Und wie man sieht, sind wir zum Glück gleich zu Beginn fündig geworden mit einem riesen Stopfen, der im allerersten Vorfilter stecken geblieben war und praktisch die Benzinzufuhr vollkommen abgewürgt hat, bis auf dieses Minimum, was man braucht, um die 1000 Umdrehungen zu fahren. Lessons learned, hier ist noch jede Menge Dreck im Tank. Wir werden versuchen, jetzt etwas an der Stelle abzupumpen, wo das Ansaugrohr angreift, um eventuell Dreck, der da noch drin ist, noch abzugreifen. Und ansonsten aber sollte es jetzt erstmal wieder funktionieren. Insofern sind wir jetzt erstmal super happy, bauen das alles wieder zusammen und schauen dann mal, wie es wieder weitergeht. Leider ging es nicht weiter. Die Maschine lief maximal auf Standgas. Doch die Maschine war bei weitem nicht unser größtes Problem. Unser Freund Tom erkrankte ernsthaft und musste auf ärztlichen Rat hin so schnell wie möglich ins Krankenhaus. Also starteten wir mit Hilfe der Seenotretter von Bremen Rescue die Abbergung. Das Manöver sollte ca. 350 Seemeilen nordwestlich unseres Zieles Horta stattfinden. Das MRCC der Azoren leitete für uns dorthin ein Frachtschiff um, das uns bei Dunkelheit erreichte.
So, das 200 Meter Schiff versucht jetzt in unseren Wind zu gehen, um uns entsprechende Windabdeckung zu geben, damit wir dann hier mit unserer schwach laufenden Maschine ranfahren können. This is Paris Terra. Our impression is that your aft is drifting. Are we right? Over. We try to make a new approach. Over. I think at the moment our speeds are both still at one knot approximately. This is why we are having issues to keep up with you. Over. My speeds are 0.5 knots ahead. Der Schwell war beachtlich und unsere maximal auf Standgas laufende Maschine machte die Sache nicht einfacher. Die Welle ist auch viel zu hoch, guck mal da. Jana G, our skipper has decided to abort the maneuver because the swell for us is too big and we do not get close enough without a risk that we can accept. Over. What do you think in this situation, will it be safe to send the message? To send the person by the life raft. I'm really in doubt about it because in the night time it will be so easy to lose this person. No, we don't need the life raft today. Yeah, we are of the same opinion. We cannot do it by life raft either. Too risky. It's too risky. Over. Also not a good idea, you can connect with the passenger.
keiner von uns war jemals nachts 350 Seemeilen von Land entfernt so nah an einem so großen Frachtschiff. Joanna G, Paris Terra. We decided that this is no option because of our broken machine. Our maneuverability is not strong enough in order to stay at a safe distance from your ship, and the line that you would send us, we would not be in the position to handle it correctly given our low power of our machine, which is hardly running. Therefore, I have decided that this is no option either, and sorry for this. Over. Roger on that. Okay, we will stand by for some more time, waiting for call from MRCC. Then we'll see. Wir versuchten trotz unserer Manövrierbehinderung alles, entschieden aber, dass ein Abbruch aus Sicherheitsgründen das einzig Richtige ist. Really sorry for that. I'm very grateful for all the effort that you undertook to try it. But sometimes you cannot enforce it. Over. I feel sorry that I cannot help for that moment. Okay, thank you very much. And by the way, we are also in touch with the MRCC via our satellite phone. So in case it takes more time, they can approach us on our satellite phone as well. That's always an option. Ja, leider hat es mit dem ersten Rettungsversuch hier, oder Transferversuch nicht geklappt. Die Johannes B., 200 Meter Frachter, Stahlfrachter, hat zwar alles versucht, aber es war einfach zu viel Welle und auch zu viel Wind. Und wir waren nicht in der Lage, nahe genug ranzukommen an das Schiff und gleichzeitig die Kontrolle über unser eigenes Schiff zu behalten, um den Tom sicher ins Übersteigen zu ermöglichen. Wir haben das dann abgebrochen. Wir haben noch kurz erwägt, das mit einer Rettungsinsel zu machen, aber auch das war mir zu riskant, weil es einfach wir keinerlei Manövrierfähigkeit hatten neben dem Schiff. Wir sind da nur Statist gewesen mit unserer Maschine momentan. Deswegen, wie gesagt, abgebrochen. Wir segeln jetzt wieder weiter Richtung, grob Richtung Hotta, so gut der Wind es eben zulässt. Und die portugiesische Navy hat wohl ein Schiff in ca. 150 Seemeilen Entfernung, die jetzt gerade Kosovo uns nehmen. Und das wird dann in ca. 8-9 Stunden der nächste Versuch. Bis dahin heißt es erstmal ein bisschen Abstand gewinnen, ein bisschen Ruhe einkehren lassen und vor allem mal ein bisschen ausruhen, dass wir nachher wieder fit sind. Am folgenden Tag erreicht uns das Marineschiff. Unsere Maschine brauchen wir bei diesem Manöver zum Glück nicht. So, wir haben jetzt beigedreht. Im Hintergrund sehen wir die Antonio Ensch von der portugiesischen Marine. Und anders als das Frachtschiff, heute Morgen haben die ein RIB, also ein starkes kleines Dinghy-Beiboot. Und damit kommen die jetzt hier auf unsere Steuerbordseite bei uns ins Lee und werden dann unseren Kollegen hier übernehmen. Die Matrosen kommen unverzüglich zur Rettung. Thank you guys. Thank you very much. Very appreciate good. It. Great job. Have you. A nice day. Your effort.
Roger, keep watch on channel 16. Confirmed, back to 16, over. Die gute Nachricht, Tom ist wieder ganz gesund geworden. Und dann waren es nur noch zwei. Genau. Und jetzt wird noch das Segel geflickt und dann kann es wieder weitergehen auf der schönen Reise. Aus einem kleinen Riss im Segel, der bereits seit St. Marten bestand, war zwischenzeitlich ein größerer geworden, der nicht mehr ignoriert werden konnte. Geht hier. Ja, genau. Und dann war wieder die Maschine dran. Sieht relativ groß aus, ne? Aber ja, schauen wir mal. Wir mussten eine Lösung finden. Ja. Gibt es die anderen Wege? Ich bin wieder weg. Obwohl wir jetzt alle drei Dieselfilter, die hier verbaut sind, mehrfach getauscht haben und auch sonst einigen Dreck hier identifiziert und entfernt haben, war das Maschinenproblem ja noch nicht gelöst. So wie wir es auch bei der Bergung gestern Abend gesehen haben. Das ist ein Sicherheitsrisiko, wenn man die Maschine mal braucht und man tuckert nur mit Standgas rum, ist man de facto manövrierbehindert. Das wollen wir nicht. Deswegen haben wir jetzt nochmal sämtliche Schläuche uns genauestens angeguckt. Wir haben sie abmontiert, wir haben Leinen durchgesteckt mit einem kleinen Knoten hinten drin, um sicherzustellen, dass da auch der allerletzte Dreck rauskommt. Und haben das erfolgreich gemacht für die Schläuche, die vom Tank zum Vorfilter und vom Vorfilter zu dem zweiten Filter mit dem Wasserabscheider führen. Nach diesem zweiten Filter ist eine Leitung, die ist uns nicht ganz geheuer. Deswegen haben wir die jetzt mal mit einem Bypass versehen. Das haben wir so gemacht, dass wir uns am Dinghy vergriffen haben. Das Dinghy hat nämlich einen richtig langen Schlauch, über 1,50 Meter lang. Den haben wir jetzt ganz einfach mal von dem Tank vom Dinghy abmontiert, nutzen den jetzt hier, verbinden den mit einem kleinen Vorfilter, der dann an ein weiteres Schlauchstück geht, welches wir dann im Prinzip direkt an den Feinfilter, also den dritten und letzten Filter, stecken und das andere Ende kommt direkt in den Tank, das halten wir da rein. Das haben wir ausprobiert, die Maschine springt nicht nur an, sie nimmt super die Drehzahl an, sie läuft wirklich, als wäre überhaupt nichts gewesen und das ist jetzt unsere provisorische Lösung. Wenn wir die Maschine mal jetzt brauchen, dann sind wir wieder manövrierfähig und wir sind froh, dass wir dieses Problem jetzt gelöst haben. Leider war der Querschnitt des Schlauchs doch zu klein. Die Lösung war unter Last somit nicht nachhaltig. Wir hatten uns mittlerweile den Azoren genähert. Unser Ziel, Horta auf Fayal, war circa noch 240 Seemeilen entfernt. Das nächstgelegene Land war Flores in etwa 100 Seemeilen Entfernung. Zu dieser Zeit erreichten wir den nördlichsten Punkt unserer Reise auf 40 Grad 17 Minuten Nord. Der Wind hatte voll gegen uns gedreht und wir kreuzten bei 7 Uhr vor gegen an. Hier voll in der Westwindzone, mittlerweile über 40 Grad Nord. Allerdings segeln wir mal wieder gegen an. Die Westwinde haben sich dieses Jahr irgendwie komplett verabschiedet. Wir werden trotzdem heute im Laufe des Tages Flores mehr passieren. Das ist die erste Azoreninsel und das macht sich ja schon ganz gut, auch wenn wir wahrscheinlich nicht sehen werden, weil es zu weit ist. Aber auf der Karte ist es ein schöner Eintrag. Wir werden dann im Laufe der nächsten 24 Stunden mal noch eine Wende fahren müssen, um wieder nach Süden zu kommen, um dann im Laufe der nächsten 48 bis 50 Stunden auf Fayal anzulanden. Wir haben jetzt hier Wind jenseits der 30 Knoten gegen an. Das war zu viel für unsere provisorisch reparierte Kutterfock.
Wir haben jetzt die Genua deswegen wieder rausgepackt. Mit der laufen wir allerdings noch weniger Höhe. Und deswegen geht es VMG-mäßig sehr langsam vorwärts, auch wenn es hier gewaltig schaukelt. Um die Genua wenigstens ein bisschen auf Höhe zu trimmen, haben wir jetzt schon die Vorschot innen um die Wand rumgeführt. Damit kriegen wir es ein bisschen flacher, aber es reicht trotzdem nicht für viel Höhe, denn wir fahren ja hier auch stark gerefft. Und das Profil ist einfach zu ungünstig. Das Schothorn steht zu hoch und so weiter. Aber man könnte jetzt zu der Zeit auch auf einem Bürostuhl sitzen und da ist das ja hier trotzdem 1000-mal spannender. Ja, jetzt ist die Front gerade durchgelaufen und wie man sieht, in der Karibik war das Wetter schöner. Ja? Und dann Land in Sicht. Doch ist diese Insel wirklich Fayal mit unserem Zielhafen Horta? Ja, unsere eigentlich geniale Lösung mit dem Dinghy-Schlauch und dem Bypass des ganzen Dieselansaugtrakts hat leider nur kurzfristig funktioniert. Danach ist es wieder ins alte Muster verfallen. Aktuell haben wir Schwachwind, dümpeln hier kurz über Standgas und haben allerdings auch einen Sturm in den nächsten Tagen vor uns. In der Tat baute sich von Osten kommend ein Sturmtief auf, mit Windgeschwindigkeiten über 50 Knoten. Genau, deswegen haben wir unsere Strategie geändert und haben gesagt, wir laufen Flores an. Flores ist eine Insel ca. 120 Seemeilen näher zu uns als Horta. Wir hätten es bis Horta wahrscheinlich nicht mehr geschafft, bevor dort der Sturm einsetzt. Und das wäre keine Option gewesen dort, wir wären da nicht mehr in den Hafen reingekommen. Jetzt hier bei der Flaute sind wir zwar nicht gerade super schnell unterwegs, aber wir kommen an. Wir haben jetzt noch ca. 4,5 Seemeilen bis zum Hafen. Ja, haben auch schon tatsächlich das erste Boot gefunden, das auch bereits da ist, das wir noch aus St. Martin kennen. Insofern haben wir gleich mal alte Bekannte, die auch schon ein bisschen uns weiterhelfen können, wo es was gibt. Läuft alles bestens, Wetter ist fantastisch und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Nach 19 Tagen und 2033 Seemeilen waren wir kurz davor, wieder Land unter den Füßen zu haben. Wir durften in den Hafen von Lages das Flores einlaufen, der seit den Verwüstungen des Hurricanes Lorenzo von 2019 für Yachten eigentlich gesperrt ist. Ganz alleine waren wir trotzdem nicht. Selten hat ein Anlegerbier so gut geschmeckt. Zeit, sich Flores, dieses Azorenjuwel, genauer anzusehen.